Ja, einen wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Navi-Schatz-Malata 2022 auf der schönen französischen Karte und ich bin gerade dabei, ein paar Eier zu transportieren. Warum muss ich das machen? Damit ich natürlich hier die Eier natürlich auch verkaufen kann, ganz einfach. So, also, hoch damit dabei und Eier geben echt sehr gutes Geld, machen relativ wenig Aufwand und ich kann sie wirklich jedem nur ans Herz legen. Wichtig ist dabei, verkauft auch eure Eier, ne? Verkauft auch eure Hühner, ganz wichtig. Das hatte ich zum Beispiel bei meinem Umzug nicht bedacht, da hätte ich auch einfach direkt welche verkaufen können. Weil wenn ich mir jetzt hier ins Tiermenü gehe, hier öffnen, Tiermenü. So, dann seht ihr, ich habe jetzt 360 von 360 Hühnern. Also ich kann jetzt wirklich sagen, hier diese 7 Monate alten Hühner, die könnte ich zum Beispiel verticken. Ein paar davon. Ja, also seht, die geben jetzt alle 25 Euro. Ich kann auch mal so einen Hahn verkaufen als Beispiel. Ich verkaufe mal 4 Hähne. Braucht man, wie viele Hähne braucht man eigentlich, damit die sich reproduzieren? Guck mal, 79 Euro, könntest du nicht wieder 4 Hühner weiter erweitern. Ist auch schon nett. So, weil damit die halt, ne, das sind jetzt knapp 80 Euro, die ich jetzt einfach so bekomme, dann vermehren die sich wieder und dann kann ich die wieder verkaufen, ne, dann dabei. Man kann natürlich auch mehrere verkaufen, also das passt dann auch ganz gut. Ihr seht hier, Wolle geht auch ein bisschen langsam. Ich sammle das hier, weil hier ist dann durch diese, ja, durch den Hügel sehr schlecht zu verladen. Also man kommt hier ganz gut hin, wenn hier eine Reihe steht, aber sobald das mehr wird, dann wird es ein bisschen hässlich. Ich kann natürlich den Gabelstapel auch umstellen. Bei mir kann ich euch mal zeigen, indem ihr einfach sagt, okay, ihr geht jetzt hier rein und dann habt ihr jetzt mal hier, also müsst ihr jetzt den Motor starten. Ich könnte jetzt hier die Palettengabel einstellen und dementsprechend natürlich auch die Palette dann von vorne packen. Das geht natürlich auch sehr gut. Nichtsdestotrotz ja, habe ich die dann so ein bisschen da weggenommen. Vielleicht kommt ja bald ein Autolader dazu, dann passt das halt auch ganz gut. Genau, hier habe ich gerade noch meine restliche Gerste, die ich hatte, reingekippt. Mir gesagt, müsste eigentlich, ne, ist alle, genau. Damit meine Hühner versorgt sind, das passt auch ganz gut. Dadurch, dass ich jetzt natürlich ein paar Hühner verkauft habe, ich kann auch ein paar mehr verkaufen, dann kriege ich natürlich auch ein bisschen mehr oder verbrauchen die auch ein bisschen weniger Futter erstmal, bis die nächste Gerste dann reinkommt. Genau. Kurze Sache hier beim Hof. Ich habe mir hier den Fliegel gekauft. 40 Kubik packt der, das ist schon ganz cool. Der hier packt 35 und mein Glas, den ich hinten habe, waren 22,5. Mit diesem Gespann habe ich dann quasi mein ganzes Stroh verkauft. Das ging sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich habe mir dann quasi hier per Hand beladen, bin dann hier an die Ecke gefahren und habe dann den Helfer gemacht, dass er bitte liefern soll und danach wieder hier hinkommen soll. Habe ich gesagt, er soll bitte hier halten, weil der Helfer immer durch diese Halle fahren möchte. Diese Halle ist original von Giants. Das ist kein Mod, ganz wichtig. Und diese Trecker, die ich verwende, sind auch alles Original-Trecker von Giants. Trotzdem knallt er hier rein. War bei allen 3 Treckern so. Es war ein bisschen doof. Viel Feedback bekommen zum letzten Video mit dem Helfer. Bei manchen geht es wunderbar, bei mir geht es nicht so gut. Es ist bestimmt auch eine Frage, wo das Silo steht und so weiter und so fort. Also das ist alles ein paar Punkte. Ich würde das Silo vielleicht sogar das nächste Mal hier hinstellen, direkt an der Straße. Vielleicht kommt er damit besser zurecht. Ich habe keine Ahnung. Mal gucken. Vielleicht stelle ich es auch noch oben. Ich überlege mal, wie das jetzt so wird mit dem Hofumbau und so weiter und so fort. Könnte man vielleicht auch machen, ne? Also müssen wir mal schauen. Dieses Solarding, glaube ich, kommt weg, das bringt eh nichts. Also, das dazu. Dann geben wir heute natürlich ein bisschen, wenn ich das ganze Geld, was ich natürlich jetzt in den Hof stecke, muss ich natürlich irgendwie bei reinbekommen. Und deshalb habe ich gesagt, okay, ich könnte ja mal die ganzen Felder so ein bisschen optimieren, dass ich natürlich auch mehr Ertrag bekomme. Ganz einfach, weil größeres Feld gleich mehr Ertrag. So einfach ist das Leben. Und wie macht man größere Felder? Mit einem Pflug. Ne? Ganz einfach eigentlich dabei. Ich habe jetzt schon mal geguckt, welches Feld ich jetzt vergrößern kann und so weiter. Ich sage jetzt mal, man muss es ja auch sinnvoll vergrößern. Ne? Also ich würde zum Beispiel hier links von mir nicht näher an die Baumkante rangehen. Ne? Weil der kommt da so schon ordentlich immer in die Quere rein und das möchte ich nicht. Ne? Zudem ist das so ein bisschen trapezförmig, dann wird es aber auch noch witzig leichter, sage ich mal so ganz klar. Aber es gibt genug Punkte im Spiel, wo ich halt ein Feld erweitern kann, vielleicht sogar zusammenlegen kann. Und das bringt mir halt richtig was. Das muss man dann schon sagen dabei. So, wir fahren mal gerade mit dem schönen Trecker hier hin. Ich habe extra meinen stärksten Trecker ausgewählt. Warum habe ich das gemacht? Ich habe öfter mal den Fall, dass wenn man bei der beim LS19 wo bemerkt, wenn der Trecker irgendwie, der Flug wird gesenkt, der Trecker zieht so ein bisschen nach links und nach rechts beim Anfahren. Und so schwerer der Trecker und stärker der Trecker ist, habe ich diesen Effekt halt nicht. Und zumal dieser Trecker echt geil aussieht. Auch dreckig, sieht ja cool aus mit diesem Kiemen da an der Seite. Das ist der M3 der Landwirtschaft, sage ich euch. So. Also, was brauchen wir dafür? Ganz einfach, es gibt den Flug und es gibt den Tiefenlockerer. Ne? Es steht ja hier immer drin, Alternative zum Flug. Aber mit dem Tiefenlockerer könnt ihr keine Felder erweitern. Ganz wichtig. Dementsprechend bitte keine Tiefenlockerer für verwenden. Ich persönlich mag Tiefenlockerer dafür eigentlich mehr, weil sie nämlich von der Form her eine sauberere Felderweiterung bieten können, weil sie gerade sind. Ne? Also das ist halt der Tiefenlockerer so. Wenn ich jetzt auf einen klassischen Flug gehe, der ist halt so, ja, schräg aufgebaut und dementsprechend ist es schwerer, damit gerade Linien zu ziehen.
Ne? Das ist halt ein bisschen tricky dann dabei. Aber, wo bemerkt, das ist ja nicht schlimm, denn es gibt ja Mods und es gibt ein paar Mods, wo man halt zum Beispiel so ein Ding hier bauen kann. Das ist schon ziemlich cool. Der macht jetzt hier 5,70 Meter, das ist schon recht groß für 170 PS. Der braucht 200 PS. Jetzt warum ist die Frage? Ach, Frontgrubber, das ist das. Ah, okay, der kommt nach vorne dran. Das ist natürlich auch cool, muss man ja auch sagen. Die Frage ist, braucht man das ist unbedingt, weil er das dann nach vorne schiebt mit 5,5 Meter. Ich bin, glaube ich, mehr der Heckgrubberer, wenn mich das mal so sagen darf. Das ist ein Meißelgrubberer, also von Lizard. Das ist ein Paket, was ihr euch da laden könnt. Ich glaube, ich nehme den hier. Der kostet jetzt nur marginal mehr. Also wirklich vollkommen in Ordnung. 170 PS ist auch in Ordnung. Kriegt da hin. Ist ein relativ großer Grubber, sollte aber packen. Wir gucken mal. Also. Kaufen, genau. Habe ich den erstmal gekauft, weil ich da einfach sage, okay, für zukünftige Felder und so weiter und so fort, man kann halt immer noch was dranhängen. Wie gesagt, ist kein kleiner Grubber. Für die Breite mit der PS-Leistung ist es vollkommen human, deshalb immer ruhig mal gucken, dass ihr da beim, gerade beim Flug und beim Grubbern gibt es teilweise sehr gute Mods, die ein bisschen weniger PS-Anforderungen haben. Ne? Ihr seht natürlich, das ist natürlich für den Straßengebrauch sehr unhandlich, das ganze Ding, weil es sehr breit ist. Ich persönlich spiele ohne Verkehr, weil der Verkehr halt immer ehrlich einen auf den Keks geht. Zumal dann den Helfer, wenn ich ihn per Hand irgendwo hinschicke, noch schlimmer wird. Also da muss man immer ein bisschen gucken dann dabei. Naja, das sieht auf jeden Fall trotzdem ganz gut aus, muss ich sagen. Fahren wir hier gerade rein. Und das passt wirklich sehr, sehr gut. Apropos Helfer, ich könnte ja gerade mal gucken, fällt mir gerade mal ein. Ich könnte auch ein paar Euros verdienen, indem ich einfach sage, ich Grubbern sehen, düngen. Feld 4. Wo ist denn Feld 4? Da. Und Feld 4 ist gar nicht so klein. Also nehme ich das doch mal. Vertrag akzeptieren. Wunderbar, haben wir genommen. Dann nehme ich mal einfach den hier. Der steht hier gerade doof rum. Da habe ich eben ein bisschen. Ich lasse den jetzt gerade einfach hier stehen. Dann kann er nämlich gerade dahin fahren. Achso, man sollte noch abkoppeln. So, Vorderradlenkung angemacht. Dann fahren wir gerade damit los. Ja, auch da kann ich jetzt natürlich sagen, fahr da selbstständig hin, mach bitte den Auftrag zu Ende und dann passt es ganz gut. Ein Stückchen nach hinten fahren. So, dann gehen wir hier mal gerade wieder ins Helfermenü rein. Dann sage ich hier Feld 4. Ja, wie fangen wir denn da jetzt mal an? Fahren wir hier an. Job erstellen, Feldarbeit, Zielposition. Job starten. Mal gucken, wo er hinfährt. Wir werden es gleich mal sehen. Er berechnet jetzt so ein bisschen sein Navi, glaube ich. Und dann fährt er los. Mal gucken, was das so wird. Hätte ich ihn jetzt weiter auf dem Hof gestartet, wäre er hundertprozentig wieder durch die Halle gefahren. So, weil das ist echt nervig dann dabei. Egal. So, wir sind hier wieder dabei. Und jetzt muss man natürlich sehen, welche Felder möchte man erstellen und so weiter und so fort. Also, als erstes möchte ich das Feld hier rechts ein bisschen breiter machen. Und dadurch, dass ich das Gerät nicht kenne und noch nie im Landwirtschaftssimulator 22 ein Feld erweitert habe, gucke ich mir erstmal an, wie breit der Grubber denn wirklich arbeitet. Dafür gehe ich einfach hier aufs Feld und setze hier einfach mal einen kleinen Strich auf den Boden. Ne? Ihr seht also, ne, man sieht das jetzt an den, man sollte auch vielleicht gerade fahren, damit man es doch besser sieht. So, ne? Also es ist links und rechts alles vollkommen in Ordnung, dass man das so ranziehen kann. Ne? Muss ja mal gucken beim Hochnehmen, ne? Muss man auch schauen. Der hat jetzt vorne die beiden, die erste Reihe von diesen Haken, ich weiß nicht genau, wie der Fachausdruck dafür ist, stehen weiter innen. Dementsprechend ist hier jetzt so ein kleiner Bereich, der nicht gegrubbert ist. Ganz wichtig. Also das muss man wirklich beachten, meiner Meinung nach. Wir gucken mal. So, also gucken wir mal, wie wir das denn hinbekommen. Ich würde mal sagen, ich fahre erstmal hier hin. Dann versuche ich den jetzt so zu senken, dass er genau auf der Kante ist. So ist, glaube ich, ganz gut. Ja, sieht gut aus. Und jetzt sage ich einfach mal Felderstellung zulassen. Ach so, ganz wichtig. Wir wollen vorher speichern, weil ganz, ganz wichtig, weil sonst ihr ärgert euch. Also ich ärgere mich dann und das soll alles perfekt sein, das soll schön laufen und dann kann ich das nämlich auch so machen. Also Felderstellung zulassen, L1 drücken und dann einmal Dreieck drücken. Ihr habt ja schon gesehen, ne? Einen kleinen Fehler gemacht hier. Da war ein kleiner Fitzel, der war zu weit links ist. Das ist natürlich nicht ganz so gut. Ich würde sagen, so kann man es machen. Ne? Das ist eigentlich ganz nett. So, jetzt holen wir hier natürlich noch mal ein bisschen was raus.
Perfekto, genau so will ich das haben. Wir können hier genau auf der Kante lang fahren von dem Feld und haben wir dann einen sauberen Schnitt, wenn ich das mal so sagen darf. Das gleiche machen wir natürlich da hinten auch. Ne? Ja, das ist vorne so eine Mini-Kante, die halt da raus ist. Es müsste eigentlich Walzen geben, mit denen man das wieder rückgängig machen kann. Ja, dadurch, dass das auch fest mit dem Hänger verbunden ist, dürft ihr wirklich nicht zu dolle Lenkbewegung machen, weil ihr sonst ausschert hinten. Also wenn jetzt eine bewegliche Deichsel dran ist, dann wippt das ja so gesehen mit. Dann sind die Lenkbewegungen auf den Anlegern nicht so extrem. Aber wenn ihr was habt, was starr ist, so wie zum Beispiel dieser Flug, dann wippt das natürlich sofort mit. So, jetzt sind wir gleich am Ende angelangt. Wir ziehen nicht komplett durch, ganz wichtig. Wir einmal hoch machen das ganze Ding. Sehr gut. So würde ich sagen, sieht's gut aus, ja. Ja, jetzt hat er auch die kleine Kante damit genommen. Ne? Kann man ja leider noch mal beheben. So, geht auf jeden Fall ganz gut. So, sieht gut aus. Ne, das gibt jetzt hier nicht hier 5000 Euro, um Gottes Willen, aber so ein bisschen was soll auf jeden Fall hängen bleiben. Und wisst ihr was? Ich mache das jetzt einfach so. Ich ziehe hier auch noch einen hinterher. Da kann ich ja ruhig einen richtig breiten machen. Das ist ja nicht so wild. Das ist eigentlich viel, viel besser dann nachher. So, dann machen wir es mal so. Setzen wir den mal hier rein. Oh, läuft, ne? Und dann Gas. Ja, und so kommen schon mal ein paar Quadratmeter mehr dazu. Definitiv. Passt ganz gut. Unten links habt ihr den Kompass. Ich bin jetzt bei 90,1 Grad. Sprich, ich fahre fast komplett nach Norden. Ich habe gerade ein bisschen korrigiert, ne? Ein bisschen immer minimal lenken. Jetzt fahre ich bei 90 Grad, dann ist der Winkel perfekt. Dann passt das halt. Also ich fasse gerade mein Gamepad quasi nicht an. Ich habe es zwar in der Hand, aber ich benutze keine Tasten oder ähnliches, lenke nicht. Jetzt merke ich, dann zieht er ein bisschen weg, bricht ein bisschen korrigieren dabei. Ganz wichtig, weil so könnt ihr euch dann drauf verlassen, dass das Ding auch wirklich gerade zieht. Ne? Und dann links die Kante, die interessiert mich. Rechts, wie die Kante aussieht, ist mir relativ egal. Das multe ich dann, das wird nachher eh weggegrubbert. Aber das passt dann ganz gut. So, jetzt wird natürlich dann noch der letzte Schliff hier fehlen, nämlich der Schräge. Das wird dann, da bin ich mal gespannt, ob ich mich da einen abbreche oder nicht. Ja, da habe ich auch ein bisschen schief gerade gelenkt, mal nicht so gut. Egal, nicht schlimm. Wir fahren aber ein Stückchen zurück und versuchen hier nochmal den einen Fitz so ein bisschen reinzuholen. Besser. So, viel besser. So, jetzt wird es interessant. Denn jetzt müssen wir ja schräg fahren. Das heißt, wir fahren mal so. Ne? Also, da bin ich vielleicht ein bisschen pingelig, aber ich will es ja auch schön haben. Wir fahren mal rückwärts, was dann passiert. Ich habe keine Ahnung. Man kann es dann auch so fahren. Geht ganz gut. Ja, passt, passt, passt. Einmal hochnehmen das Ganze. Ist jetzt ein bisschen filigran. Man muss da nicht so machen, um Gottes Willen. Ne? Also ob ich jetzt hier den letzten... Ob ich diese Ecke jetzt grubber oder nicht, ganz ehrlich. Das merke ich auf dem Konto nie. So, aber ihr seht... Ich fand es auf jeden Fall ganz gut. Wenn ihr jetzt schnell über das Feld fahrt, kann ich euch empfehlen, macht die Begrenzung aus. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel hier über diesen Huckel fahrt und hinten setzt der Grubbereimer auf, dann habt ihr sofort ein Feld hier. Möchtet man das? Das ist die Frage, ob ihr das möchtet oder nicht. Ich finde es persönlich sehr, bin ich sehr pingelig. Ist ein bisschen, zum Beispiel dieser Fitzel, der stört mich jetzt schon ein bisschen. Nicht schlimm, aber naja, wir kriegen es dann irgendwie hin. Ja, so habe ich halt gerade irgendwie durchaus ein bisschen mehr Ertrag gemacht, was mir einfach... wenig gekostet hat, das muss man auch sagen dabei. Geht sehr... das ist ein breites Gerät. Wir können... Ah, guck mal, unser Helfer, der ist hier schon am Gange. Mal gerade gucken. Ja, guck mal, ist schon 15%. Guck mal, das funktioniert doch. Mann. Er hat jetzt mitten in der Mitte angefangen. Na gut, es funktioniert so halb, ne? Egal, er soll das mal grubbern und dann... er soll das mal düngen und dann gucken wir uns das mal an. So, also, Motor starten, wir fahren weiter. Wichtiges Feld, Erstellung ist aus. Also, wenn da steht Felderstellung zulassen, dann ist es aus. Ganz, ganz wichtig. So, hier habe ich jetzt einen Punkt, der ist... hier habe ich schon gesät. Gesät, genau. Deshalb fasse ich das hier nicht an. Da mache ich mir die eigene Saat kaputt. Und nur damit ich hier so einen Meter dran setzen kann, macht keinen Sinn. Ne? Definitiv macht das keinen Sinn. Aber der hier, der Kollege, der hier könnte noch was machen. Ich fahre diesen Streifen lang und mähe ein bisschen Rasen. Das Problem ist, das ist Gras. Das ist Deko. Deko kann ich nicht ernten. Das ist wirklich so. Wenn man hier mit drüber fährt mit dem Schneidwerk, dann bleibt das einfach, da kommt kein Gras drum, man schneidet das einfach nur. Und jetzt habe ich hier so einen Pfeifen Gras, den ich jetzt verlieren würde. Ja, ich habe aber genug Grasfläche oder Grünfläche für mein
für meine Schafe von da aus gesehen, kann das gerne weg. Brauche ich jetzt nicht. Dann kann ich auch sagen, okay, ich mache hier einen Batzen dran. Und das sind jetzt gut 5 Meter, die man da dran macht. Fällt schon zulassen. Ein Stückchen so runter. Upsala, ansetzen. Und Attacke. Und ihr seht, das funktioniert. Ja, erste Sahne. Wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr natürlich auch, also ich fahre jetzt mit Tempomat, könnt ihr natürlich auch selber Gas geben, aber ich fahre eigentlich immer Tempomat. Also manchmal beim Autofahren fahre ich auch immer mit Tempomat. Ich ärgere mal sehr gerne Leute, die bei uns in der 30-Zone ein bisschen schnell fahren. Dann ist Tempomat was ganz Feines, sag ich mal so. Aber es ist ja auch 30 hier, ne? Und nicht 50 oder 80 oder wie auch immer, wie schnell die jemanden mal fahren. Aber egal, so. Also das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und also ich hätte das schon dreimal eher machen müssen, definitiv. Aber war ein bisschen doof, habe ich nicht gemacht. Dementsprechend ja, habe ich Geld verloren, das kann man ruhig so sagen. Ne? Und durch diese Felderweiterung könnt ihr halt wirklich mehr Ertrag holen. Ne? Wenn ihr jetzt ein neues Feld habt, dann einfach vorher gucken. Ja, zum Beispiel hier wird er jetzt nicht ganz rauslaufen. Wie macht man das jetzt? Wie löst man das jetzt schön? Ja, das ist jetzt die Frage. Ne? Ich glaube, ich würde es so machen, dass ich es hier so trapezförmig jetzt zulaufen lasse. Besser wüsste ich jetzt gerade nicht, wie ich es machen könnte. Ist mal, upsala, falsch eingelenkt. Der ist einfach hier so Geschmackssache, ne? Könnte natürlich mit so einem kleinen Grubber, denn wenn er ein bisschen kleiner ist, geht das natürlich noch viel, viel schöner, muss man auch sagen. Aber, ich will ja nicht prahlen. Aber das sieht gut aus, doch. Oh, doch, doch, doch. Hier setze ich ihn jetzt gleich einmal kurz runter noch in die Ecke. Da, ja, wie gesagt, kleiner Grubber ist auch immer für diese filigranen Sachen ein bisschen besser. Wenn ihr natürlich richtig was habt, so, perfekt, ne? Ja. Da wieder ein paar Quadratmeter mehr. Hier könnte ich jetzt natürlich auch noch was langziehen. Ne? Ganz ehrlich, das mache ich auch. Hätte ich ihn gerade auch direkt mitlassen können. Egal. Das ist mir jetzt egal. Hier in den Streifen brauche ich eh nicht. Ganz ehrlich. Braucht man nicht. Fällt alles weg. Also ich fahre jetzt einfach mal hier so rum. Mal gucken, ob das was wird. Das habe ich auch. Ah! Oh, gar nicht so schlecht, ne? So. Der Grubber ist relativ, der Flug ist relativ langsam, habe ich das Gefühl. Mit 10 km/h. Da gibt es schnellere, muss man auch sagen. Aber hier für die Felderstellung ist mir das egal. Dafür reicht das Ding locker. Ja, und dementsprechend kann man da natürlich ein paar Euro mitnehmen. Sehr, 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 sehr praktisch. So, einmal hochnehmen das ganze Ding, dann wieder hier. Dann müsst ihr mal aus dem richtigen Winkel dann nachher rangehen, weil sonst, ja, wird das halt nichts. Es geht auch, wie gesagt, mit so einem anderen, mit so einem klassischen Grubber von der Form her. Ich persönlich finde das hier ein bisschen angenehmer. So, hat er die Bahn da perfekt gezogen. Ja, sieht eigentlich ganz nett aus. Bin zufrieden mit meinen Arbeiten. Mir fällt Begrenzung aus. Und das sieht ganz gut aus. Die Frage ist halt immer, wie der Helfer damit so zurechtkommt. Das hier, die Kurve, ist mir persönlich... Oh, ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Geht schöner, geht aber auch deutlich hässlicher, muss man auch sagen. So, das Ganze kann ich jetzt natürlich auch noch mit dem anderen Feld hier machen. Und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt ja erstmal meinen Flug gekauft, den ich hier dafür verwenden kann. Und da bin ich fast sicher, dass mir das auf jeden Fall so ein bisschen Geld einspielen wird. Das passt sehr, sehr gut meiner Meinung nach. Hier könnte ich zum Beispiel auch nochmal eine Bahn ranziehen. Was heißt könnte? Ich mache es direkt, weil, ganz ehrlich, besser geht es natürlich nicht. Hier die Bahn ziehen wir jetzt auch nochmal hier hin. So. Fällt der ganze offen. Ein Stückchen weiter vorfahren, damit wir beim Senken nicht so tief reingeht. Ja, ein Stückchen weit. Nein, nicht schlimm. Ist jetzt auch egal. So, kann ich zur Not, hole ich mir nochmal eine Walze und mache das dann nochmal platt. So, das geht ganz gut. Der Flug ist wirklich sehr langsam. Also würde ich mir nicht holen, wenn ich jetzt mit Flügen spielen würde. Ne? Also wenn ihr fliegen müsst, dann würde ich diesen, glaube ich, nicht nehmen, weil er einfach, weiß ich nicht. Er braucht zwar nicht viel PS, er ist sehr breit, aber ist sehr langsam. Ne? Das muss man mal sehen. Bringt er, wenn ihr jetzt einen habt, der meinetwegen 15 km/h bringt und irgendwie nur einen halben Meter kleiner ist, bei ähnlicher PS-Leistung, dann ist der natürlich besser. Ne? Weil ihr müsst dann immer die Geschwindigkeit in Verbindung mit der Arbeitsbreite sehen. Und da kann man dann wirklich durchaus was sparen. Das passt dann ganz gut. Aber durch diese Felderweiterung mit dem Grubber, mit dem Flug, passt das eigentlich ganz gut. Ne? Und dadurch, dass ich hier jetzt nur einmalig so eine Bahn ziehen muss, ist mir das persönlich relativ egal. Dann passt das dann ganz nett eigentlich dann dabei. So, dann passt das. Gleich sind wir fertig. Gleich wieder den Schluss nehmen, dann wieder einmal rumdrehen, damit man dann wieder gerade dann dazu geht. Ganz, ganz wichtig.
So. Andersrum könnte ich es jetzt nicht machen, ganz, ganz wichtig, weil sonst sieht es halt immer doof aus, hat man immer so eine Kante oben stehen und so weiter und so fort. Müsst ihr euch einfach mal mit eurem Gerät dann am besten einfach ein bisschen beschäftigen. So, perfekto. Ja, hier die Fläche kann man natürlich auch noch nutzen, da könnt ihr das ein bisschen trapezförmiger dazu nehmen und so weiter und so fort, aber das soll es für heute erstmal gewesen sein. Hier ist auch ein bisschen Grünfläche, die ich vielleicht auch später brauche für meine Schafe, das müssen wir mal sehen, aber ansonsten sieht das schon mal ganz nett aus. Ja, hätte ich mal sofort am Anfang machen sollen, wäre durchaus mehr Ertrag da gewesen, kann ich jedem empfehlen, gerade wenn ihr startet. Oft hat man ja auch beim Startequipment einen Flug dabei, den man vielleicht gar nicht braucht, so wie ich auch meistens, dann gerne den Flug nehmen und einfach dazu machen. Auch mit dem Flug hier gerade immer auf den Wegen fahren, wenn ihr damit über gesäte Fläche fahrt und einmal aufsetzt, ja, dann ist die Fläche weg, ne, logischerweise. So, Helfer E hat die Arbeit erfolgreich beendet. Jetzt gucken wir mal, was denn der Helfer E als erfolgreich beendet betrachtet. So, ist er doch ein Stückchen zu weit. So, also wir gucken mal, was er jetzt sagt. Wie viel Prozess hast du? 81, okay. Das haben wir schon schlimmer erlebt vom Helfer, das muss man auch sagen. So, dann fahr mal los hier. Vorderradlenkung. Ja, diese kleinen Flächen, die da jetzt da drin hat, die interessieren mich jetzt nicht. Ne? Das ist nicht so wild. Die machen den Braten nicht fett. Dann gehe ich lieber hier hin und lasse ihn hier nochmal ein bisschen laufen. So, dann passt das nämlich sehr, sehr gut. Upsala, da war ein bisschen am Driften gerade, habt ihr das gesehen? Ja, das passt dann auch sehr nett. Wunderbar. So, der läuft auf jeden Fall jetzt erstmal vor sich hin. Die Zahl geht hoch, das ist wichtig. Die letzten Meter mache ich auch nochmal dann und dann passt das dann. Also, Felderweiterung ist drin. Nächstes Mal, wenn wir dann sehen, werden wir natürlich ein bisschen mehr Saatgut benötigen, klar. Aber wir kriegen natürlich nach hinten raus auch mehr Ertrag, was ja ganz, ganz wichtig ist. So, wunderbar. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Man kann ja natürlich noch viel mehr zusammenziehen. Ich könnte jetzt hier die beiden Felder 38 und 39 zusammen machen. 41, 42 auch. Da muss man halt mal gucken, wie das da mit den Wegen auch noch aussieht und so weiter. Das soll ja auch optisch ein bisschen was bieten. Ich könnte natürlich auch das Feld hier bis hier vorne hinziehen. Ne? Also wenn ich das jetzt bis hierhin ziehen würde, wäre es natürlich deutliche Vergrößerung. Aber hier irgendwie stehen ja dann ein paar Gebäude im Weg. Man muss ja auch bedenken, dass die Gerätschaften dann noch wenden können und so weiter und so fort. Aber naja, das muss man halt mal gucken. Also, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich natürlich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen würden, wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2022. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Haltet Abstand, bleibt gesund. Ciao, ciao.